Na dann, willkommen zurück. Neues Team, Paul Roots. Wir zücken mal langsam mal, ganz langsam, die Sachen dort angehen im Tutorial. Naja, die Bosse besiegen wird wahrscheinlich eher nichts, aber das Naturschutzgebiet mal irgendwie, da sind wir ja wahrscheinlich irgendwie schon am Suchen. Das haben wir im letzten Stream gemacht. Sollten mal in diese Richtung mal gucken. Jetzt sollten wir da mal nachgucken. Im Lager müsste jetzt alles laufen. Das haben wir ja alles eingerichtet. Warum wird hier mal nicht Metall abgebaut? Schickt die hier mal zum Metallbaum. Zuweisung zu viel Farm erfolgreich, ich dich auch spielen. So hier. Du kannst auch aufhören, Stein abzubauen. Metallerbauung gehen. Ich weiß auch nicht, warum das liegt, warum die immer. Der hat jetzt schon wieder aufgehört. Und die nicht produktiv abbauen. Tja, vielleicht muss man einen Steinbruch entfernen oder so. Aber dann baut der dort hinten an dem. Natürlich ein Steinbruch, keine Ahnung, was das hier. Naja, mal schauen. Muss wahrscheinlich Metall noch weiterhin selbst abbauen. Achso, ich wollte ja gut schnell reisen. Gehe ich mal zum Schnellreisepunkt hier. Ist eigentlich auch relativ Blödsinn, dass wir so nah an einem Schnellreisepunkt gebaut haben. Weil das Laria selbst schon ein Schnellreisepunkt ist. Ja, die Insel müssen wir auch noch irgendwann mal erkunden. Ich würde jetzt mal hier, da würde ich mich hinten, das wir da noch ein bisschen erforschen. Welche Richtung? In dieser. Ich schätze mal, Munition haben wir nach wie vor nicht. Wir haben 21 Köpfen. Ich glaube, die machen sowas von alle. Natürlich haben wir keine Munition. Ja, der bei 21 ist noch ein bisschen. Oh, der wird für mich, glaube ich. Ich kann trotzdem schon mal einfangen, bevor wir hier abgemetzelt werden. Muss ich durch die Pals verteidigen lassen. War so klar, das ist, ich meine, was suche ich auch hier? Deutliches Zeichen. Danke, Spiel. Wir versuchen es woanders lang. Ich versuch's mal hier oben. Ich glaube, je höher wir da hingehen, desto problematischer wird das. Hier sind die Gegner Level 24 und so. Ich will irgendwie zu viel, wahrscheinlich. So, die haben wir schon. Mit der richtigen Waffe ist das kein Problem. Jetzt mit dem. Mit Pistolen. Wollen wir die hinkriegen? Das ist ja kein Ding. Das
mal wieder Wilderer finden, aber wir sind ja hier nur mit Pfeilen unterwegs. Wir bringen nur Pfeile. Die sind, glaube ich, auch eine ganz gute Sache. Wenn man halt keine Dings und Schusswaffe hat. Armbrust hätten wir noch mal ein Angebot. Am längst 28 Schuss. Die 758 waren das. In welche Richtung wollen wir? In diese mehr oder weniger. Genau hier lang. Ich glaube, hier sind wir irgendwann mal abgerutscht und gestorben. Da kommen wir auch in die Nähe des Turms. Das heißt, das könnten wir schon mal versuchen. Wie weit wir da kommen. Und wie nah ran wir kommen. Vielleicht auch schon den ersten sehr gewagten Versuch, uns dann in den Kampf zu stürzen. Schon mal so ein Kräftemessen, Kräftevergleich, ob wir das schon können. Das mal machen. Das Liga der Palfon, oder? Ja. Das ist die Liga der Palfon, die wir bisher angegriffen haben. War relativ leicht besiegbar. Mit Armbrust haben wir wieder das Problem mit der Nachladen. Natürlich Blödsinn, dass wir hier Pfeile mit verschießen. Das ist Bolzen. In den Lüften steht die Statue. So, hier ist der nächste Schnellreisepunkt. Den müssen wir gleich mal nutzen. Um Camp zu rasten. Ich sehe kaum noch was. Ich hoffe, ich schaff's hier die Wand hoch. Ja, genau. Ich hoffe, ich schaff's die Wand hoch. Wird knapp. Wie fies. Ich bin stark überrascht. Yeah.
private Sache hier. Was machen wir denn? Müssen wir auf Angriff gehen? Können wir für zukünftige Bossfights bauen? Keine Ahnung, wo ich hochkrank sind. Natürlich wäre es sehr optimal im Dunkeln. Fürs Let's Play sehr gut. Komplett ohne was zu sehen. Ist auch für die Zuschauer sehr spannend. So genossen, das war als wir die Pistolen hatten, damit kämpfen konnten. Und dann ging die Munition aus. Dann kriegt man hier auch noch nur noch Pfeile. Das ist echt zum Schießen. Oder eben nicht. Shit, ich will hier nochmal freischalten. Ich bin schon weg. Einmal ein bisschen Metall reingelegt. Ein bisschen mit Licht schlafen. Und Fackel. Geht wieder hier abbauen. Ach, was soll das? Kann ich nichts finden. Wo ist der Typ, der mich in der Nacht angegriffen hat? Ich gehe so. Dann mal weiter Richtung Turm oder so. Ist das der da hinten? Hinter den Bergen oder? Ist das der hier? Sieht deutlich näher aus. Ja, es ist der Rot. Oben auf dem Gebirge, das kann nur schief gehen. Das Schneegebiet, was dann viel zu stark für uns schon ist. Aber egal, versuchen wir es. Mit kaputter Rüstung. Ich werde vorher nochmal ins Lager zurückkehren. Ich hoffe, das war nicht zu gewagt. Doch war es. Puh, gerade so geschafft. Da irgendwo ein Ei. Aber wir nehmen erstmal mit. Das Ei habe ich jetzt nicht entdeckt. Da bin ich noch nicht hingekommen.
bin nicht mehr weit. Einfach Todesmut in ein neues Gebiet. So, an dem der Satz. Gerade darauf zu. Ein bisschen Loot mitgenommen. Die Ruinenbach sind jetzt. Okay, hier kommen wir gar nicht mehr hoch, oder was? Nicht zwei Wegmarkierungen in der Nähe. Einer direkt voraus. Hier geht's am Steil. Zwischenboss. Das war vielleicht eine dumme Idee. Überhaupt hinzukommen, ist wahrscheinlich eine saublöde Idee. Turm schon ziemlich nah. Der ist da oben. Erstmal schauen, was wir hier haben. Eigentlich ohne Munition sollten wir da nicht reingehen. Und wir 38. Ich meine, der Boss im Turm ist wahrscheinlich auch nicht weniger. Und was soll's? Erstmal den Turm klären, würde ich sagen, und dann danach zwischen Bussen gucken. Okay, diese Wand kommen wir nicht hoch. Wenn überhaupt, versuchen wir es mit der Armbrust. Das ist ja den Pals. Im Bosskämpfen müssen wir die Pals kämpfen lassen. Wird das Spiel jetzt wirklich von mir, dass da Schlingen liegen, Hochkletterer? Ja, stellen wir schon. Das können wir dauern. Wanderfaden entlang.
wenig wandern hier. Zuerst dem Wanderpfad folgen. Die Abkürzung hätte ich mir jetzt mal genommen. Wir machen gerade eine ganz große Kette. Die sind großen, das große Gebirge. Ich bin dafür wahrscheinlich noch viel zu schwach, um da oben hinzukommen. Erstaunlich wenige Pals hier in der Gegend. Das wundert mich doch schon. Das wäre jetzt hier nicht von irgendeinem an der Level 40 Pal attackiert worden. Ist generell sehr, sehr wenig los. Das ist ein Berggang. Lange kein einziges Pal mehr gesehen. Vor das Risiko. Fantastisch. Manchmal bringt es auch was, auf Risiko zu gehen. Ich glaube, dieses Spiel besteht daraus, das Risiko zu gehen. Erstmal mal den auszuprobieren. Meinen zum Bosskampf hinzugehen, zu gucken, ob man es schafft. Und sehen, dass man es nicht schafft und dann wieder wiederkommen später. Irgendwo in der Nähe die Basis aufbauen. Hier ist ja scheinbar ziemlich ruhig. Kein einziger Gegner irgendwie hier. Oh oh. Da könnte man uns hier irgendwo auf dem Berggipfel mal. Schnellreisepunkt. Ja, wahrscheinlich müssen wir da. Deswegen haben wir den Schnellreisepunkt gemacht. Deswegen bauen wir das Lager neben dem Schnellreisepunkt, weil wir dann transportieren können. Die abgebauten Sachen aus dem anderen Lager, die wir wieder drüben wieder aufbauen können. Neues Lager bauen, würde ich mal den Steinbruch mal wegpacken. Stein haben wir genügend. Falls wir es doch brauchen sollten, machen wir einfach und bauen wir es einfach wieder hin. Erz bräuchten wir. Oh! Sollte man zum Nahkampf übergehen. Ah, scheiße. Elektro.
die mich alle, bevor ich die auch nur angefangen habe. Da sieht man hier das Level. Ich sollte mal abhauen. Mit der Rüstung beschädigt. Dass ich zumindest einen Schnellreisepunkt hier finde. Ich kann sie besiegen, aber... Uff. Ich will es nicht drauf ankommen lassen. So nah am Ziel. Eiskart. Oha. Das ist eine so blöde Idee. Hat geklappt. Vor dem Turm wird es doch hoffentlich irgendwie einen Schnellreisepunkt geben. Die schießen auch nicht, während ich klettere. Das ist gar nicht gut. Ich sollte mal hier in der Wildnis mal den bekloppten Helm aufsetzen. Zwar nicht mal so hübsch aus, aber es ist noch ein bisschen bessere Verteidigung. Ist noch mal extra Rüstung. Die ich dann brauche. Oh oh. Oh oh. Dass ich hier stehen konnte. Scharfe Sachen hier. Wir wagen uns in die fertigste Raum vor. Da ist noch eine Stadtwette. Die sollten wir mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Oh, das wird nichts. Nicht drauf gehen, nicht drauf gehen, nicht drauf gehen, nicht drauf gehen. Puh. Ist gut, dass wir mal irgendwie auf eine Zwischenstation zwischenfallen können. Soll nicht komplett drauf gehen. Sehr schön. Dass es immer wieder Punkte zum Stehen gibt. Gut, dass wir eine Kälte und weiße Rüstung haben. Und oben wird es arschkalt. Das Stein.
Ja, ist es. Tun der Liga der Pfahlfreunde. Und von SafePoint hier. Und Pistolenmunition, die ich nicht gebrauchen kann. Pistolen, die ich habe, noch nicht als Pistole zählt. Ein paar Seelchen. Jetzt schnell zum Lager zurück. Hier steht Luft von mir aus. Eisdrüsenbaum für die Rüstung. Munition können wir nach wie vor nicht kräften. Das Eisdrüsen könnten wir möglicherweise dort im Eisgebiet, wo wir gerade gelandet sind, uns holen. Warum haben wir 37 Eisen? Meine Gutes. So, weil wir ja hier wir sammeln für die das Fließband dazu. Absolut ratlos, was ich mit dem Metallbruch dort machen kann. Was ich mir den Preis machen kann, um die dazu zu kriegen, dort abzubauen. Ohne Rüstung dahin gehen. Uff. Egal. Ich hole mir erstmal ein paar Eiskristalle, um die Rüstung zu verstärken. Das müsste ja hier Pralskind das bringen. Oha. So viel dazu. Ich krieg die, glaube ich, nicht mal ansatzweise getötet. Versuch's mal.
28 Mal. Ich muss noch eine Pause für mich machen. Shit. Ja, ich war schon eingekritzt. Sag nicht, dass es da gerade gestorben. Muss echt abbauen hier. Den Preis kämpfen lassen. Das ziemlich angreifen wird wahrscheinlich nicht ganz ausbleiben. Ich habe jetzt mit einem Treffer schon das zu. Nein, danke. Schlechte Rüstung. Die kriegen mich hier mit zwei Schlägen tot. Und den Boss kriegen wir sowas von nicht hin. Und wenn jetzt hier erstmal ein Einstiegspunkt zu haben. Okay, jetzt wurde ich von der Kälte besiegt oder was? Erstmal schlafen und zu regenerieren. Ist nicht mehr Game Over. Ah, wir haben hier neue Punkte. Sehr schön. Oh ja, die Pistole. Pistolenmunition. Wieswandwerk. Stehlampen mit dazu. Was brauchen wir für die Pistole? Ich meine, da haben wir jetzt jede Menge Munition für. ...50 Metallbarren, 38 haben wir davon schon. Vergiss das Fließband. Wir machen erstmal eine Pistole. Die selbst Metall abbauen, wenn es sein muss. Fällt gerade auf, ich hatte die ganze Zeit ein. Ich glaube, da kriege ich nicht genug raus. Das lohnt sich nicht, wenn wir das machen.
besser in die Wildnis zu gehen. Um den Preis, damit ich irgendwie was machen. Keine Ahnung. Muss ein Bug sein. Dann noch zu wenig Depresso. Das ist das zweite. Verstärkung für Modi. Schlepp mal wieder zu viel. Oh, ist recht. Ich kann noch rennen. Na, rennen jetzt nicht. Nicht sprinten. Ich sprinten aber rennen. So. So macht Sinn. Hier mal Sachen loswerden. Müssen den wir hier mal in den Kisten haben, als nutzen. So diese Fiebeln und so. Jetzt haben wir den Platz, wo ich die Eier abgelegt habe. So. Nee, 8 reichen glaube ich noch nicht ganz. Nicht gut im Zählen, aber du musst noch ein bisschen mehr besorgen. Aber wie schnell das macht. In Tanzen. Das braucht nur 6 Minuten. Ich brenne. Shit. Habe ich denn ein schweres im Inventar? Das geht. 44 Metallbahn.
denke gerade, das ist sowieso Blödsinn, dass wir in so einem langen Steinbau haben. Wir haben ja einen natürlichen Steinerbau dort, wo wir ab und zu mal hingehen. Dann wäre es vielleicht mal sinnvoller. Abzubauen. Damit die sich mal irgendwie, vielleicht haben wir dann eine Chance, dass die sich aufs Metall konzentrieren. Dass dann die kleine Steinkohle nicht als Hauptding gesehen wird. Und die, die im Abbau fähig sind, dann irgendwie sich da beschäftigen und suchen. Ich kann ja mal versuchen, das Metallding dort an die Stelle zu bauen, wo der Steinbruch war. Vielleicht liegt es auch einfach im Gelände. Dass es einfach nicht gewollt wird. Ja, was wir gegen die Rüstung machen können. Eine andere nehmen. Erst eine andere erstmal mitnehmen. Weil die Kälterrüstungsrüstung ist schon sehr wichtig, wenn wir dort den Berg weiterkunden wollen. Aber mit kaputter Rüstung. Intakter Rüstung und Pistole, dann können wir es mal wieder versuchen. Pistolenmunition haben wir ja, ich glaube, da haben wir ein ganzes Inventar voll. Schön, dass die Selbstversorgung hier zumindest läuft, dass die Beeren hier wieder gesammelt werden. Nicht aushungern. Mal folgendes. Ist klar, dass jetzt zu viel wiege. Erzbruch. Stelle ich vielleicht mal an dieselbe Stelle. Mein Paar ist nicht durchlaufen. Da kann ich Jahre warten. Und steht das da vom Weg? Muss ich eine Metallbahn für? Und jetzt. Und jetzt baut hier einer.
das Feuerpaar kühlt sich im Wasser ab. Also gut, dass wir zwei haben. Können wir gleich weitermachen? Nein. Das müsste nicht reichen, um die Pistole zu bauen. Wir hätten die Tür hier zugemacht. Ah, jetzt muss ich wieder mal ein paar Pals holen. Mitkommt. Es dauert jetzt ein bisschen. Mit dem Pfahl dort. Ein bisschen weniger dann noch. Mal kurz Rüstung holen. Zum Kleiderschrank. Da hatten wir doch noch eine feuerresistente Metallrüstung. Die mir jetzt war relativ wenig gut, hitzeresistent. Eine Kälte, aber. Besser als nichts. Die aktuelle Rüstung wäre ja scheinbar nichts. Aber ja. Wenn kaputt ist, können wir genauso gut auch nackt rumlaufen. Wussten mein Paar, was ich da zur Arbeit geschickt habe. Einfach abhauen und andere Sachen machen. So sieht's aus. Ich muss hier das Feld noch abbauen oder was? Ob du mich verarschen willst. Na komm, das kriegen wir jetzt hin. Thank you.
sehr schön. Pistole. Ah, da können wir jetzt hoffentlich Pistolen und Zombie brauchen. So. Müsste doch jetzt überall noch Pistolen und Zombie rumliegen. Minderwertige Munition, die wir auch fürs Gewehr gebrauchen können. Pistolenmunition, sehr schön. Sturmgewehr haben wir noch nicht. Doch, doch, da haben wir ein bisschen was im Lager. Schuss, sehr schön. Hier haben wir jetzt auch 59. Achso, nee, das ist die Nummer 5. Nächstes etwas. Wir könnten was zumindest mal versuchen, um Bossfights zu starten. 42. Versuch. Der so tierisch in die Hose gehen wird, ich sag's dir. Das macht die Kälte uns zu schaffen. Natürlich, in dieser Rüstung. Natürlich blöd, wenn wir dann schon mit halber HP ankommen. Mit 10 Minuten. Mit halber HP ist eine gute Idee. Zu dem Kampf gehen ist ja. Buggy. Gut, dass wir Flammenpfeile mit dabei haben. Nicht ausgerüstet. Ich werde so schnell im Arsch sein. Nirons Lilien. Shit! Abhauen. Wo soll ich meinen Pfahl? Angreifen. Oh shit, oh shit!
Nur weg hier. Nee, wir sind sowas von tot schon jetzt. Ein, zwei Mal getroffen werden. Ich dachte hinter dem Pfosten wäre ich sicher. Falsch gedacht. Die nächste Geschichte. Oh oh. Muss gleich anpeilen. Dass wir mit einer schwereren Waffe wiederkommen. Wir machen nicht genug Schaden. Oh oh, weg hier. Bossgegner mal. Ah, shit. Weg hier. Ein bisschen, was haben wir ja schon geschafft. Keine Munition mehr. Das wäre auch zu geil gewesen, wenn wir das jetzt hingekriegt hätten. Nee, vergiss das mit der Armbrust. Ah, es kriegen ein bisschen was hin. Ein bisschen was sieht er den Balken. Also ganz unwehrhaft sind wir nicht. 40.000, 39.000, 69, okay, das ist schon 30.000. Ist nicht nichts. Ach, Gift. Nach dann. Nach dann ist eine dumme Idee hier. Dieser Kampf. Da brauchen wir einen Sturm. Kommen wir mal mit einem Sturmgewehr wieder. Wo wir dann so wirklich. Viele schwere Schüsse. Die abgehen können. Aber ey, guck mal, wie weit wir gekommen sind. Echt. Finde ich irgendwie geil. Das was schaffen stand ja nie zur Debatte. Oh oh. Na komm. Weg dir. Ich habe den auf Angriff gelevelt. Wir sind weit gekommen. Da wissen wir jetzt schon mal, wo wir stehen.
Ein paar Levels, viel Preis und wir kriegen das hin. Ein paar habe ich noch. Ich bin selbst noch nicht ganz geschlagen. Jetzt ein bisschen mehr, dass wir jetzt für diesen Versuch unsere Munition ausgegeben haben, ist ein bisschen bescheuert. Hätten wir sinnvoll bauen können, aber was soll's. Ah, ich gehe. Damit kann ich auch in den Nahkampf gehen, ist eh vorbei. Bin ich eher im Arsch. Ah, wenigstens einen Treffer konnte ich noch machen. Wir sind wirklich sehr weit gekommen in den Kampf. Das ist wirklich. Das ist sehr bemerkenswert. Und jetzt noch ein bisschen Training für die Paris. Ich beweise uns erstmal eine Wildnis. Den Rest des Streams bin ich wahrscheinlich sowieso erstmal am Metall abbauen. Wenn es die Preise nicht schon von selbst machen. Wir müssen auch mal das Fließband und so hinkriegen. Generator. Und scheitert es denn jetzt hier? Ist schon wieder morgen oder was? Schlaf ich zum Regenerieren. Sieht aber nicht wie früher morgen aus. Ist hier endlich mal was bei rumgekommen? Nicht wirklich. Was macht ihr? Dumm rumstehen oder weiden. Ich kann mir da auch nicht helfen, warum die einfach nicht einen Erzbruch wollen. Das steht da doch in einem besseren Punkt. Hier in mir gibt es nichts zu tun. Ja. Verarschen will ich das Spiel. Unter der drüben Stein ab. Ich glaube, mein Waschrohr tanzt, pfeift der Paloma. Abbauen. Jetzt hier. Ich mach nichts anderes mehr.
Ich glaube es einfach nicht. Kann von diesem Paar nicht verrichtet werden. Ah, geht jetzt von selbst abbauen. Mal hin. Interessant, das war glaube ich relativ stark. Später. Brauchen noch 6 Minuten. Brauchen wir 200 Metallbahnen. 6 haben wir davon. Deswegen hoffe ich so ein bisschen darauf, dass da jetzt was passiert. Das war schon, als ich sich gut tut. Aber irgendwie auch, irgendwie tut das nicht. Ja, es riecht richtig hier. Wenn wir nicht kämpfen, Spitzhacke auf dem Slot zu haben. Ich könnte mal herausfinden, wie schnell sich Pistolenmunition herstellen lässt. Wahrscheinlich genauso scheiße wie die anderen Munition. Läuft Munition rum. Munition auf Beinen. Oder auch nicht. Wir droppen nix. Das ist so ein Dreck. Ah doch, die droppen was. Ich sammle es nur sofort auf. Das Zeug von dem Stein erstmal dorthin. Wenn ich noch weiter abbauen könnte. Ausnahmsweise mal hier. Ist auch mal bemerkenswert. Das glaube ich hier mal mit vollem Inventar rum. Wollte mal nicht. Deswegen können wir auch nur 4 gerade. Schießpulver, wo kriegen wir denn Schießpulver her? Ja, ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Streampause. Kurze, lange, kurze Streampause. Ansichtssache. Der ist deutlich schneller dabei. Sagte ich.
So kurz Pause, vielleicht kann ich in der Pause mal nachgucken, wo es hier in Palwood Stellen für Schießpulver gibt, wo man das herkommt, herbekommt. Vielleicht muss man es craften. Ja, gleich geht's weiter. Bleibt dran, wird noch spannend. Bis gleich. Ich meine, man hätte am Ober hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen Sperrumschlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Auf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamit. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher. Warum solltest du es nicht tun? Ein bisschen der Feingefühl in die Stimme. Ja. Gute Nacht, Elias. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich in Hogwarts drin. Oh, das ist der
Das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssiedler, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Ist jetzt Hufflepuff, wie immer sein würde. Raus aus deinem Stein. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufhängt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na toll. Hat jemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann? Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Am Schiff Flash hat Großbrecherin. Nein, da müssen wir unseren Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Philipp, ich habe gar nichts gemacht. Allen was. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein. Mit Nick. Mist. Weltstück. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt. Willst du dein Kind nicht wehtun? Mami! Ich habe Angst vor den Monster, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Maul. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Na, gib dir. Mutter Zeit mit ihrer Tochter. Los, komm. Halt's Maul, Arsch Gesicht. Lass uns kommen, geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Ja, heul doch nicht rum. Na komm, angefasst. Ja, verpiss dich. Ich bin
Monster. Ja. Aber das war die richtige Entscheidung. Das ist das Monster. Er hat eine Idee. Zeitmaschine verfranst. Yep. Fantastisch. Ich bin froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ich hab die hergelockt. Du musst sie überwältigen. Die haben dich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das gemacht? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Das ist der alte Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Yep. We'll get here in no time. Damn criminals. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben die noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist, ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler! Ich hab mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboyhüte. Oh! Oh nein! Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboyhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht. Wollt ihr, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja, sofort. Flame is good. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free-to-play, oh nein, das ist ein Free-to-play-Game. Das haben wir ein bisschen mal so gezogen da. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Hey, Face, könnt du natürlich. Wenn Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und den Sekretärsarbeiten mit Vergnügen. Stimme den Geschäftsbedingungen zu Artikel 1 Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielanleitungen zu geben, sein Erbe zu
später Abenteuer, bla bla bla. Ich habe den Vertrag in Kriegsschnur gelesen mit meinem Blut unterzeichnet. Auf geht's. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Ich weiß nicht. Sind wir endlich. Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Edna bricht aus, um Edna bricht aus zu zitieren, du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaub, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. So, willkommen zurück. Ausgeholt ein Spiel, was zum Fick. was ist denn hier passiert? So hier, das ist in der Pause aber einiges passiert. Das Team wird doch jetzt wieder intakt sein, oder nicht? Und wo ist das Team? Hier ist das Team. Muss doch zwischen euch angegriffen worden sein oder was? Ah ja, Schießprüfung. Ich habe in der Pause mal nachgeguckt. Ja, es gibt ein paar, was Schießprüfung droppt. Wenn man das dann runtert. Ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, war das so ganz in der Nähe vom Lager.
Dann müssen wir mal. Müssen wir mal gucken. Es ist nur ein Naturschutzgebiet, wo das ist, weiß ich auch nicht. Hier ist noch nichts passiert. Die sind noch da, ansonsten muss ich suchen gehen. Die haben Schießpulver. Und die hier nicht. Ich meine, hier waren doch welche in der Nähe. Vorhin sind hier eine Menge rumgelaufen. Wahrscheinlich durch die Nacht jetzt abgewandert. Ganz hier war das nicht. Da muss ich mich mal umgucken. Und weit kann es ja nicht sein. Bin der Überzeugung, dass es hier welche gab. Ich meine, hier welche gesehen zu haben. Das kann ich auch gehört. Kann ich auch gehört haben. Der Level 11 Boss. Brückenkampf hier. Das müsste doch eigentlich ein Eiskristall droppen, aber nicht. Ne, nur ein antikes Bauteil. Mist. Hier ist jede Menge Metall. Naja, ich weiß jetzt, welches Paar das ist. So ein Papagei. Ein Trukan-artiges. Finde ich, was war da? Was wir uns holen müssen. Nur knapp bis zum Grenzen machen, weil wir müssen noch den ganzen Weg laufen. Und gar nicht mal so weit. So, Metallherstellung. Da hoch müssen wir. Hier sehe ich aber keinen von denen Preis, die wir brauchen.
Irgendwann werden wir wieder auf welche treffen. Nun weiß ich, dass ich immer abmoxen muss. Um Munition zu kriegen. Mal schauen, ob wir es hier hoch schaffen. Okay, wir brauchen mehr Ausdauer. Da kommen wir also nicht hoch. Nicht hier an der anderen Stelle. Wo es eine Abhänge gibt. Zum Zwischenlanden. Ach shit, ich dachte, das wäre ein Vorsprung gewesen. Und da oben ist ein Ei. Wir sind im Fels. Ja. Was ist nicht möglich, hier hochzuklettern oder was? Uff. Na, ja, schöne Stelle zum Bauen, wenn man da nicht hochkommt. Können wir hier nicht links oder was? Ist das bescheuert? Ich begreif's nicht. So, hier endlich. Hat ja auch mal ewig gedauert und wir sind so weit weg. Hier war das. Das Eisenfeld. Ist aber eine glückliche Position hier. So viel Eisen an einem Ort.
können wir die Brücke irgendwie nehmen. Irgendwo einen safe Weg. Ich komme mal niemals hoch. Und doch, das könnte eine Möglichkeit sein. Vom Turm aus. Oh ja. Das ist eine gute Abkürzung. Ein Ei. Shit. So, weiter geht's. Wie sieht's hier aus? Das müssen doch irgendwie auch transportiert haben. Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass die Müll Erz gemacht haben. Irgendwo in irgendeiner Kiste muss doch erst drin liegen. Hier ist ein Erz. Nichts geschafft haben. Was die in diesem Baum haben, weiß ich auch nicht. Soll ich Zeug abholen? Naja. Freiwurf halt. Das ist wild. Kann ich noch mehr machen? Eins. Wird auch gleich viel leichter. Hier haben wir jetzt eine tolle Abkürzung gefunden.
Ah, shit. Hast dabei zwei Stunden, 24 Minuten, nein, wahrscheinlich nicht. Das Video ist kürzer, wenn ich ein bisschen geschnitten habe. Das dann Truhe übersehen. Ja, ich mit Absicht stehen lassen, wie genau die hier. Weil ich jetzt Erz abbauen will. Übersehen. Wir können ja eine Menge mitnehmen, weil das Inventar sehr leicht ist. Das kalte Gebiet, da werde ich nicht mehr hingehen, weil das Überleben war nicht lange. Mit der Rüstung. Eiskristalle können wir auch irgendwie nicht. Weil hier vielleicht irgendwo in den warmen Gebieten kam. Eispreis finden. Waffenbuch, oh je. Das ist zum Beispiel zum Glück Steinspitzhacke. Da müssen wir nur. Nur Stein und Holz irgendwie benutzen. So kann man auch klettern. Das Lager wird jetzt hier auch noch eine Weile behalten. Ist jetzt schon eine optimale Position. Das Eisen hier für die, da oben auf dem Turm und wachsen Kisten und Eier nach. Das ist echt geil hier, dieser Bereich. Holz haben wir gewöhnt. Wait, wir haben gewöhnt. Können wir jetzt eigentlich spinnt. Generator können wir machen. Elektrodrüsen brauchen wir dann noch ein bisschen mehr. Elektrische Anlage zu an der oh, das Fließband können wir erst damit betreiben. Das wird sich doch findbar sein. Die
mach ich tatsächlich erstmal das. Den Generator und dann das Fließband. Keine Ahnung, wo das noch hinpassen soll. Im Lager. Irgendwo findet man Platz. Elektroviecher, die wir hier finden können. Den Bereich glaube ich relativ wenig. Am Strand irgendwas hier. Vielleicht doch die wildesten Pals gesehen. Ich schau mal hier nach. Goldmünzen. Künstler-Eis-Dings. Gucken, wenn du Wasser bist. Ne, nur Prahlsaft. War das nicht da drüben? Das wäre des Eisvogels. Dann würde ich von dem Boss noch was kriegen. Brauchen wir ja immer noch für die Rüstung. Und gab es einen Eisvogel. Welchem Element war Frag? Nur Wasser, glaube ich. Ich hole mal einen Vogel vom Himmel. Na bitte. Nummer 3 erst. Nummer Rest. Mit 31, das könnte ich fast schaffen. Das ist kein Boss. Wir könnten es bald für den Nummeres Boss versuchen. Das sollten wir auch bald hinkriegen. Na komm, geh rein. Mist. Den Rest soll man einfach nicht fangen.
besiegen vielleicht. Habe ich auch nicht gedacht. Jo, wir haben meinen Rest besiegt. Mein Restfleisch. Oder das lasse ich mir schmecken. Heftig. Schaffen wir auch noch irgendwann den anderen Boss. Das könnte interessant werden. Das wäre der Kühnheit. Nee, das mal lieber. Im Schlaf. Oh, schade. Bin ich fies. Es hat es nicht lang gespürt. Es war schmerzlos. Ist durch den Schock gestorben. Quasi im Schlaf gestorben. Ist doch das Beste, was man sich wünschen kann. Jetzt Fleisch gebracht. Ich da bin, ist wieder morgen. Jetzt auch fangen können. Oh nee. Wird das auch mal fertig gemacht hier? Wird's denn, brauchst du wirklich nichts machen? Gut. Elektrolyse.
Wo findet man denn sowas? Meine Schnellreise. Vielleicht hier hin. Das müssen wir ja auch noch erkunden. Gut, sieht dieser Helm bescheid aus. Aber wer bringt's? Ach, er hat mich doch angegriffen. Als ob. Bleib doch bleib doch ungebüßt. Ich muss doch irgendwo Elektropass geben. Tanzen. Wo ich tanze, das sind die Tiefans. Nee, nur Paarsaft. Mysteriöses Objekt. Bushi hat Metallwaren produziert. Mal so nicht hoch. Irgendwelche Elektropals. Hier offensichtlich nicht. Okay, wenn wir die Karte öffnen, fallen wir auch. Interessant. Gibt's ein Dungeon? Gibt's da ja ein paar Elektropals drin? Die Chance besteht. Nehmen die noch.
Bauen sie ab. Ein bisschen Erz. Warum dürfen die Weißfäden abweisen? Giftdrüse. Die tun. Ach Mist. Das ist ein Dungeon hier. Scheint mir fast so. Es gibt sie Giftbares. Und Wilderer. Mal dran. Da kommt nur Leder. Oh. Ach, cool. Da war Wasser. Das wäre schwierig geworden mit dem Boden. Wie komme ich jetzt wieder raus? Gerade runtergerupst sind. Das wollen wir hochklettern. Hier ist noch ein Detrium. Per Wilderer. Geht hinkommen. Shit.
Falls sie keine Orientierung haben, wie wir da rauskommen. So läuft das. Psychokatze. Gold, was gibt's dafür? Bringt auch keinen. Wir müssen schon reines Elektrotyp finden. Ja. Und dann hau halt ab. Okay, das ist nicht der Dungeon-Eingang. Und doch ist es. Noch kein Elektropreis bisher. Bisschen Leder, wenn ich keine Ahnung habe wofür. Irgendwann brauchen wir es noch für Kleidung am ehesten. Kopfschuss. Oha, das haben wir noch gar nicht. Vespal. Jetzt wird man hier noch die Mitte herausfinden. Und Support 100 für mich alles freigeschaltet haben. Die Mitte noch frei ist. Ja, das ist nicht sehr spannend hier. Und das mal auf die Karte aufgedeckt zu haben, ist auch mal wichtig. Elektropals gibt es ja absolut keine. Absolut niente.
hier nur eine Boss-Arena. Scheint fast so. Oh, das ist elektronisch. Das sieht elektro aus. Was machst du denn nun? Oh oh. Definitiv elektrisch. Ich höre mir ein anderes, was angreift. Vielleicht noch ein paar Schuss. Da haben wir schon bessere Treffer mit hingelegt. Also hier zum Beispiel. Ich müsste noch mal versuchen, das zu fangen, aber... Bestimmt ein paar Elektrolinge. Da war wieder ein Munitionsproblem und jetzt bis zum nächsten geht. Aber egal. Pistolenmünzen haben wir, glaube ich, relativ einfach bekommen. Rüstung geschädigt, mal wieder. Das war nicht schwer. Elektrolyse, ja, sehr schön. Ein paar im Team ist hungrig. Das Fleisch, das werde ich schön mal anrüsten. Mambo Restfleisch, das werde ich mir schön schmecken lassen. Mit meinem nächsten Schnellreisepunkt anstellen. So, da haben wir zum Lava zurückgehen.
Da drüben. Ein glänzendes Leder unter dem Baum. Okay, das ist ein Bild davon. Die haben eine gute Munition. Zum Glück nicht, weil ich korrigiere. Na, ja, so fließt bin ich nicht. Du bist gerade vom Bilder gerettet. Zukünftigen Lager. Das war ein Bestcard. Ein Paar ist hungrig. Es muss doch nicht gezwungen zu essen. Genau. Steak. Ich hoffe, das macht richtig satt. Sieht nicht ganz so appetitlich aus, aber immerhin. Gleich was zu machen, wenn es aufwacht. Gleich nochmal schlafen. Das ist der Mund. Genau so muss das sein.
aufstehen, gleich nochmal wieder schlafen gehen wollen. So, wo finden wir die Schießpulvertypen? Wir brauchen immer noch ein paar Elektrodosen. Fuck, man. Der Bett genügt für das. Fließband. Zement brauchen wir dafür dann auch noch. Das steht jetzt aber schwer her. Zement, oh gut. Stellen wir zum Mal zu 10, ne? Das ist auch nicht schlecht. Nee, bei mir. Das macht direkt einen Instant-Satz. Das ist ein Reststeak, das muss auch noch 10 Kilo. Warum haben wir 3443 im Winter? Das Zement, das Inventar zu leisten hat, war. Was ist da passiert? Steine habe ich im Moment da. Sagt gleich einiges. Okay.
Müssen wir noch ein bisschen Eisen holen. Und dann auch jede Menge mehr, um den Generator zu machen. Um das Ding zu haben, der doch erstmal am Anfang. Sehr schön, hier ist endlich mal was passiert. Immerhin. Wo bleibt mein Charakter hin? Ohne Störung. Hier noch eins mal bauen. Gut. Und mit Platz im Inventar. Das ist erst ein Lager. Spitzhacke ist beschädigt. Und sonst hier hochgeklettert. Okay, das mit dem Map funktioniert nicht. Verdammt. Teilbaren 8. Egal wie viel 0. Jetzt mal das hier. Der hält noch ein bisschen aus. Egal, 18 Metallbahn. Ich bin schnell besorgt. In der Eisrichtung mache ich mir Gedanken. Und da und wann. Ich glaube, hier gab es einen Eisvogelboss. Das wäre eine Möglichkeit, da noch ein bisschen was zu kriegen. Ob das für eine Rüstung reicht. Müssen wir zur Not 2-3 Mal nacheinander besiegen.
das war nicht schlecht. Cooler Move. Mit so einem Fliegschirm. Kann man immer aber den Fallschirm nicht benutzen. Oh, verdammt. Ich kann auch nicht klettern, verdammt. Ja. Methoden, die sehr viel Sinn macht. Wo sind die nur viel tut sich während der Arbeit? Wo ist es denn? Eins ausgetauscht. So, noch mal ein bisschen Teil. Shit. Manchmal ist das Klettern schon etwas üblich. Und dann auf dem Boden weiter geklettert ist der Charakter.
Munitionsverschwendung. Boah. Dafür gibt es nur antike Bauteile. Ich mache wie ein Eis-Dings. Ich glaube, das ist unmöglich, dass sie alles an einem Tag abzutragen. Beim nächsten kommt sie wieder. Ich werfe mal ein paar Saft weg. Ja. Muss bescheuert sein. Die Tat zu viel, ist klar. Ich habe gerade keine Hand frei für den Kameraschränk. Das wird spannend. Okay, ich bin abgestürzt. Nicht ganz. Hey, 79 haben wir schon. Abbauen läuft zäh. Nein, läuft.
Schießpulver für, die haben wir ja noch nicht gefunden. Shit. Jetzt werden wir angegriffen. Während des Abbauens. Mehr dran hier. Das wird jetzt lustig. Ein paar Schilder habe ich weggeworfen. Schön Platz weiter arbeiten. Stein haben wir eingesammelt, sehr schön. So, das müssen wir mal im nächsten Mal machen. Ja, mach hier mit. Einundneunzig,
Haben wir es ja gleich. Ganz Stück Arbeit, aber. Das erste elektronische Werkzeug ist da. Die Frage, wo das hinstellen können. Einen noch. Sehr schön. Der nächste zieht schon den 50 mit rein. Das würde ich gerne irgendwo aufstellen. Wenn wir es dann wieder irgendwo oben aufstellen, dann wollen sie es wieder nicht. Ich versuch's mal hier. Ich hoffe nur, dass das dann irgendwie genutzt wird. Da steht er zu nah an Gatzer dran. Muss dann alle sofort leiden gehen. Das war vielleicht mein Experiment. Das könnte aber nur zu entfernen. Fließbandwand weg. Okay. Und jetzt zum Beispiel in hier. Kein Handwerk. Das Fließband stellen. Zu niedrig. Na, fantastisch. Und noch zwei Elektrolysen und ein Dormetallbahn. Ein Schießpulverflügel finden wir vielleicht auch noch irgendwann. Na dann. Erstes Fließband aufgebaut. Wird dann auch irgendwann mal Platz sein.
hier. Noch 44 Metall, warum nicht richtig zählen. Zwei Elektrolysen. Newton. Dann verabschiede ich euch heute in der Taverne hier. Auch selten gezeigt. Da rennen wir sonst immer durch. Ja, kurz Blick. Oh, ein Antikpunkt. Antike Frisierkommode. Winzes Fährenwerfer muss zum. Erzbuch 2. Dann müssen wir erstmal kommen. Was so ist. Und die Kommode hergestellt. Na dann.